Vitas! Fiur! Oneiro! Oneiro kann sogar diagonal fallen, was für ein Poser. Oneiro! Lasst euch Zeit. Die Zwerge sind halt so schwer, die fallen schneller. Wie, dann lässt dich von mir weg, wen? Lakaria. Dass die den Hut aufbehält. Wahnsinn! Diese Aussicht! Urien fehlt noch. Gut gemacht, Fastelf. Mit dem Tempo hättest du mit etwas Glück sogar eine Schnecke aufhalten können. Und jetzt? Hat jemand eine Idee, die uns alle retten wird? Eine Idee? Pilz, wir wurden vom Rand der Welt geworfen. Eine Idee rettet uns auch nicht mehr. Also fallen wir in ein Loch ohne Boden, wie die Menschen aus Eislin. Und Nairo, du musst doch eine Idee haben. Du hast immer eine Idee. Der hat nie eine Idee. Leute, der ist bestimmt in den letzten 5 Parts nur dumpf hinter euch hinterhergerannt und hat nichts zur Situation beigetragen. Der Fastelf ist viel zu apathisch, um auf irgendwas zu reagieren. Vermutlich wäre ihm nicht einmal im Traum eingefallen, dass wir von einem verdammten Luftschiff geworfen werden könnten. Hör damit auf, Urien! Fällt er jetzt weiter in Richtung Oneiro? Oder was? Willst du mich verbrennen, Mäuschen? Dann tu es doch! Das ging ja vermutlich schneller als dieser Sturz. Hört mit dem Gestreite auf, ich habe eine Idee. Was? Wie hat er das gemacht? Fangt! Was zur Hölle geht mit Litis? Was ist das denn? Ein ausfahrbarer Gleiter. Mein Bruder hat ihn entwickelt, bevor er starb. Er wollte damals, dass ich seine Pläne für ihn überprüfe. Ich habe sie korrigiert und an einem Prototypen gearbeitet, seit wir die Lula verlassen haben. Und er wird uns alle wieder hochfliegen können? Nein. Er verhindert nur, dass wir in den Tod stürzen. Wir fallen also immer noch, nur eleganter? Ja, das trifft es ziemlich genau. Ich habe in Ragat ein paar zwergische Siegel gefunden und angebracht. Sie wurden extra modifiziert, um die Aerodynamik des Gleiters zu verbessern. Mit den genauen Anweisungen von mir und Hilfe meines Vaters Notizen zu viel Text. Das reicht, wir verstehen schon, du bist genial. Das wird ein ziemlich langer Fall. Am besten ihr knotet euch am Seil fest. Nicht jeder von uns hat gelernt, ein Seil mit einer Hand zu knoten. Ich hätte nicht einmal die Kraft, mich überhaupt festzuhalten. Ich werde den Abflug etwas beschleunigen. Dann müssen wir uns nicht so lange festhalten. Vielleicht fängst du direkt damit an. Oh, Nairo sieht ziemlich blass aus. Meint ihr, es gibt überhaupt einen Boden? Vielleicht werden wir für immer fallen, bis wir verdurstet sind. Und Nairo erzählte mir einst, dass unsere gesamte Welt nur ein kleiner Teil einer viel größeren Welt sei. Alles lebte einst auf dem Boden, bis die Götter das Leben mit einem Teil ihres Bodens in den Himmel... Alles lebte einst auf dem Boden, bis die Götter das Leben mit einem Teil ihres Bodens in den Himmel verbannten. Warum sollten die Götter so etwas machen? Warum sollten die Götter einfach verschwinden, weil es Götter sind und die, über die wir reden, die machen das einfach. Ich lasse uns jetzt schneller runter. Haltet euch gut fest. Ja, wir speichern mal. Es ist schwer zuzusehen, wie die eigene Weltansicht in einen Scherbenhaufen zerbricht. Alles verliert an Bedeutung und alles, was bleibt, ist Fassungslosigkeit. Aber wenn eine Sache endet, beginnt eine andere und eine Überraschung zieht die nächste mit sich. Entgegen unseres Gefühls wird dieser Moment nicht unser, war dieser Moment nicht unser Ende. Es war lediglich ein weiterer Stein auf unserer Straße zum Ziel und für manche von uns sogar ein Quell an neuer Hoffnung in unserer Mission. Oneiro, Zeit zum Aufwachen.
Urien und Okrin sind von ihrer Erkundungstour zurückgekommen. Es wird auch Zeit. Konntest du etwas retten? Leider nicht. Der Aufprall hat die meisten der Teleskopelemente verbogen. Dein Gleiter hat seine Aufgabe erfüllt und uns alle gerettet. Vielleicht ist es gut, wenn er nun in Frieden ruhen kann. Weißt du was? Du hast recht. Lieber einen kaputten Gleiter haben, als in einen See aus Lava zu stürzen. Möglich. Und Nairo, wir alle wissen, wie du dich fühlen musst. Warum? Nein, ich weiß es nicht. Was ist jetzt sein Problem? Ich verstehe es nicht. Er war geil genug drauf, seinen Bruder, Vater, Sohn, weiß ich nicht was, Hypnos anzugreifen und zu bekämpfen. Aber als der dann meinte, ich teleportiere euch weg, weil ich kann ja jeden nur ein paar Meter weg teleportieren, aber ich werfe jetzt hier diese Flamme runter, weil dann kann ich euch ja zu der Flamme teleportieren, die ja nur ein paar Meter weg ist, weil wir sind ja von einem Luftschiff, da drunter ist ja nichts. Macht ihn jetzt fertig, oder was? Ich weiß nicht, der Charakter Onairo nimmt so seit, keine Ahnung, 5 Parts einfach mal von immer mehr von Bedeutung ab. Das ist schon echt ein bisschen traurig. Wir alle haben das durchgemacht. Wenn du reden willst, dann sag uns Bescheid. Immerhin sind wir die starken Seelen. Ich komme darauf zurück. Lass uns nach den anderen sehen. Das klingt schon viel besser, denke ich. Mundus. Willst du hier rasten? Ja. Ich habe jetzt zwar nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, dass die Charaktere noch nicht unbedingt geheilt waren. Doch sind sie. Das war richtig teuer, der Kampf, ne? Aber der war es auch wert, das alles einzusetzen. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares für diesen Berg gesehen. Der Kleine war ganz außerirdisch, als wir die Spitze erreicht haben. Ja, in der kurzen Zeit den ganzen Berg bestiegen? Wir sind bereits fast ganz oben. Der Windkopf durch diesen Rauch. Wenn der Windkopf durch diesen Rauch nicht so abgelenkt gewesen wäre, hätten wir diesen Berg umfliegen können. Ich erinnere mich noch daran, dass du dich zurückverwandeln musstest, um nicht loszulassen. Vorsicht, Windkopf! Ach, jetzt hört schon auf damit. Erzählt uns lieber, was ihr gefunden habt. Am besten, wir zeigen es euch. Lava! Der mit. Was ist das? Das sieht wie geschmolzenes Erz aus. Bei den Zwergen gibt es Legenden über solche Berge. Du musst nicht wirklich die Legende vom Du meinst nicht wirklich die Legende vom feuerspuckenden Berg? Genau die meine ich. Die Legende vom Vulkan. Es heißt, der Stein in ihm sei so heiß, dass er geschmolzen ist. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann beginnt er seine Lava zu speien. Vielleicht ist das hier dieser Vulkanberg. Generationen von Zwergen haben nach dem Vulkan gesucht. Wir haben alle Berge der Welt bevölkert und ihn nie gefunden. Er hätte tiefer graben sollen. Wir waren auf einer fliegenden Insel, verdammte Scheiße, wie tief sollen die graben? Das ist alles schön und gut. Aber wie machen wir jetzt weiter? Regner und Onairo sind Meilen um Meilen entfernt. Wir finden schon einen Weg. Wir finden noch immer einen Weg. Dann lass uns den Vulkan absteigen. Wir sehen ja, dass es aus den Dingen, was es aus den Dingen macht, die ihnen im Weg stehen. Wartet! Wir müssen noch etwas besprechen. Wir sind inzwischen eine kleine Armee. Wir sollten anfangen, uns ein bisschen besser abzusprechen. Was meinst du damit, Tuya? Sprechen wir uns nicht immer ab vor großen Entscheidungen? Klar, aber ich dachte eher ans Kämpfe. Ich denke, Tuya will sagen, dass wir nicht alle gleichzeitig versuchen sollten, an Kämpfen teilzunehmen. Wir müssen in uns vertrauen. Während sich ein Teil um Monster kümmert, hält er sich der Rest zurück und sammelt seine Kräfte. Der Gedanke gefällt mir. Zurücklehnen und nichts machen zu müssen. Vertrauen ineinander. Das Formationsmenü steht nun zur Verfügung. Damit lässt sich die Reihenfolge der Gruppe ändern und somit die Kämpfer bestimmen. Helden, die nicht aktiv kämpfen, bekommen natürlich keinen Schaden, aber dafür auch etwas reduzierte Erfahrung. Ist die komplette Hauptgruppe besiegt, ist das Abenteuer jedoch beendet, auch wenn es noch Heldenreserve gibt. Ja, das ist klar. So. Reihenfolge. Guck mal, wir sind alle Level 16, abgesehen von Okrin. Also kommt Okrin erstmal in die Standard-Truppe anstelle von Tuya. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal so.
Also ich muss sagen, mein Gedanke ist, immer Oneiro und immer Litis in der Gruppe zu haben. Und Fjur und Okrin, also Fjur tausche ich gegen Lakaria und Tuya tausche ich gegen Okrin. Je nachdem, wer das höhere Level hat, kommt auf die Ersatzbank, damit alle im Level ungefähr gleich steigen. Ich denke, das ist so, das ist der Deal, den ich jetzt hier eingehen werde. Dann gab es neue Fähigkeiten. Ich glaube, Okrin hat Prügel gelernt. Prügel. Überraschende, waffenlose Angriffe, die den Gegner betäuben. In hoher Rage sind sie noch effektiver. Das klingt sehr gut. Und Fjur hat irgendwie Lebensfunke erlernt. Erneuert den Lebensfunken eines bewusstlosen Verbündeten und belebt ihn langsam wieder. Was heißt das? Was bedeutet das? Ist er erst in der nächsten Runde wieder da? Kraftwurzel gefunden. Okay, hier ist eine Spitzhacke. Das ist ein interessanter Part, meiner Meinung nach, den hier niemand zu kommentieren weiß. Wir sind von der Welt gefallen. Irgendwohin. In ein komplett, nicht nur für uns unbekanntes Land, sondern in ein Land, wo offensichtlich seit Generationen noch niemand war. Und wir finden hier eine Spitzhacke. Ergo, den Nachweis für intelligentes Leben. Und niemand kehrt das. Ah. Oh, was gibt's da? Der Gedanke passt nicht. Ich guck mal, ob mir spontan was einfällt. Hier können wir nochmal mit der Ausrüstung gleich mal gucken. Anderes. Es war der Traumschlitter. Ja, und zwar... Alkohol ist fixiert. Und zwar Gras. Der Gedanke passt nicht. Gucken wir mal. Busch vielleicht? Na gut, lassen wir es so. Vielleicht finden wir irgendwie noch den Gedanken hier rumfliegen. Achso, ich wollte gucken. Und zwar... Okay. Ausrüstung... Urien. Der kann das gar nicht nehmen. Schade. Kann ich das Richtschwert wirklich verkaufen? Haben wir hier. Große Heiltränke? Es gibt große Heiltränke? 500 LP. Ich bin begeistert. Huch. Große Weberin A und B. Na gut. Kampfstil. 1000 Klingen. Angreif. 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 Rauchbombe. Putz. 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 Ich glaube immer noch, dass genau dieser Song aus Lufia geklaut ist. Feuerschlag. Wir können ja hier in der Nähe rasten, also eigentlich wäre das ein perfekter Punkt, um ein paar Level zu grinden. Not. Ja, aber solange du nicht angreifst, sondern nur ein bisschen hier rumwebst. Zerfetzender Schlag. Autsch. Sauber. Lakaria ist nur Level 17. Ah, Lakaria hat auf der Ersatzbank jetzt trotzdem noch Erfahrungspunkte bekommen. Wurde ja erwähnt, dass sie Erfahrungspunkte bekommen, nur halt weniger. So, hier geht's nicht weiter. Komme ich denn hier jetzt weiter? Was? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist auf keinen Fall der richtige Weg, den man hätte nehmen sollen. Auf keinen Fall. Kraftwurzel. Nee.
Komm, ich komm. Nee. Das war so. Ich glaube, ich habe da. Ich muss das. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe gerade einen Bereich des Spiels geskippt. Und kann nicht einschätzen, wie groß der Bereich ist. Ich weiß nicht, ob ich aus dieser Höhle da gekommen wäre oder in diese Höhle rein muss. Und war gerade merkwürdig. Das müssen wir uns hier leider nochmal durcharbeiten. Aber ich will jetzt halt nicht. Ich weiß nicht, wie viel passiert bis zu dem Ort, wo ich da gerade war. Das kann ja unmöglich der richtige Weg gewesen sein. Naja. Wir klicken uns hier nochmal kurz durch. Ja. Perfekt. Ja, toll. Gut gemacht. So, wir wechseln mal die Reihenfolge, indem wir Tuya gegen Ocran auswechseln. So. So. Aber ich sehe auch keinen anderen Weg. Das kommt halt noch dazu, ne? Also. Es geht ja hier nirgends weiter. Ist ja über alles blockiert. Ich habe gerade gar keinen Bock drauf. Ich mag jetzt eigentlich eher den Weg finden. Aber gut von mir aus. Gegen diese blöden Pflanzen haben wir doch auch schon gekämpft. Hef. Nein, nicht Schlafsporn. Oh. Dieser Kack mit den Massenzustandsveränderungen wird mich auch das ganze Spiel noch begleiten. Ich sehe es kommen. Nein, ja. Schlaf gegen Betäubung getauscht, aber immerhin. Stark. Probier's mal nochmal anzugreifen. Oh Gott. Macht es weg! Perfekt. Na, Karas und Level 17. So. Himmel. Ich habe nicht mal die Zeit, die Umgebung mir irgendwie mal genauer anzugucken. Regt mich gerade ein bisschen auf. 1000 Klingen. Feuerelementar. Gut, Feuerelementar, da kannst du jetzt natürlich nicht viel ausrichten. Dann, mach Box einfach drauf. Wird schon klappen. Nee. Einer für alles. Du findest bestimmt jetzt eine Frostgranate oder sowas, ne? Gefriergranate, genau. Hatten wir doch schon mal. Sehr gut. Aua. Zum Angriff bereit? Hä? Das Vieh ist noch da? Aber ich sehe es nicht. Ah. Es war so ein quasi, er fliegt in die Luft und kommt in einem Sturzangriff auf uns runter. Final Fantasy 9 Angriff. Cool gemacht. Habe ich aber nicht verstanden. Wieder typisches Problem von dem Kampfsystem. Es ging so schnell, ich konnte es halt nicht blicken. So, aber jetzt blicken wir mal das. Also, wir kommen hier oben raus.
Hier kommen wir aufs Grüne, da geht es nirgends weiter. Aber hier geht es auch nirgends weiter. Hier komme ich nicht durch. Wo soll ich hin? Gibt es hier noch einen Alternativweg? Wieder zurück hier? Geht auch nicht? Wo soll ich hin? Ah! Aha! Und da unten ist das grüne Geglitzer. Das grüne Geglitzer gibt uns in der Regel einen Gedanken vor. Ja gut, dann muss ich sie so wiederbeleben. Ich hätte gehofft, ich finde noch vorher irgendwas, wo ich hätte wiederbeleben können, aber hat nicht sein sollen. Stark. Ja, zieht mal durch da euren Quatsch. So, Flur ist wieder am Start. Stark. So, du machst mal klarer Geist. Und Spalter. Du machst erstmal Heilung auf dich selbst, glaube ich. Prügel. Und du machst Pfeilhagel. Zack, 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 zack. Ja, zieh mal durch. So, Fuel ist wieder am Start. Aua. Aua. Boah, wow, Krim geht richtig steil. Stark. Ach ne, greif einfach an. It's a kind of magic. Bin optimistisch, dass das jetzt gut wehtun wird. Was war das? Jemand entzieht HP, das ist nicht nett. Burn. Sauber. Und jetzt angreif. Not. Macht sie doch weg. Schönes Ding. Wow. So hart gekrittet. Beschützen erlernt. Wirbelklinge erlernt. Ogryn ist Level 16. Stark, jetzt müssen wir erstmal ein paar Tomaten zu uns nehmen. Von denen ich zum Glück reichlich habe. Komm hier runter. Ah, stark. Was hast du? Asche. Asche. Na, da komm mal drauf, ja. Du hast zwei neue Fähigkeiten erlernt. Beschützen. Beschützt für zwei Runden Verbündete mit wenig Leben und lenkt Angriffe auf sich. Kann ich nicht machen, weil niemand wenig Leben hat oder weil ich ein Schild dafür brauche? Wahrscheinlich, oder? Wirbelklinge, da. Ein unerwarteter, schneller Angriff. Er verbraucht keine Aktion, hat aber nur zwei Nutzungen. Mit Dönn? Braucht keine Aktion. Einfach so. Als Bonus. Das ist ja geil. 1000 Klingen. Und dann nochmal angreifen. 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 Ja. Ach, come on. Ich wende alle meine Angriffe gegen diese blöde Spinne und sie kriegt sofort einen Ausweichbonus. Ein Traum. Ein Traum. Plus 4? Das war eine schwache Heilung. Oder war das keine Heilung? Stark. Schon mal so. Ein bisschen aufteilen. Ja. Na mal hin. Autschi.
Woran ist sie denn jetzt gestorben? Wir werden es nicht erfahren. Oh, geh kaputt, bevor ich kaputt gehe. Oh Gott. Könnt ihr bitte mal treffen? Es macht so viel Spaß. Halt mich fest. Oh mein Gott, dann greife ich halt den anderen an. Es war mir eine Freude. Jetzt geh endlich kaputt. Oh. Was eine Geburt. Oh. So, Himmelswedel gefunden. Juppie. Wir futtern mal noch ein paar Traumaten. So, und. Ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß ertragen kann. 1000 Klingen. Angriff. Gleich auf das Vieh befort hier mit. Kommen wir mal gleich Flammensturm. Jeder Gegner, genau. Spalter. Jetzt habe ich halt schon wieder Mana-Tränke verbrennen ohne Ende. Doch endlich kaputt, Mensch. Boah. Probierst du es da weiterhin? Auch. Du machst zerfetzender Schlag da und du probierst es auch da. Der stirbt. Woran auch immer er gestorben ist. Wer bin ich, das zu hinterfragen? Ich weiß nicht, ob da irgendein Dot mit durchkommt oder. So, wer das lohnt sich nicht. Ich gehe jetzt da nochmal hin, nur um mit dem jetzigen Gedanken Asche zu gucken, ob ich da diesen aus diesem Grasbüschel was rauskriege. Wer, das lohnt sich nicht. Großer Heiltrank, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt gehen wir da wieder hin zurück. Das ist auch frech gemacht. Also zum einen, das sieht man hier sehr schlecht. Und auf die Idee zu kommen, diesen ganzen Weg zurückzulatschen, das ist schon. So, jetzt gehen wir hier halt in eine Höhle rein und ich wette, dann kommen wir aus der anderen Höhle raus. Ihr schon wieder, habt ihr nichts zu tun, außer mir hier immer wieder auf die Nüsse zu gehen? Oh nein, wo können wir den Kampfstil wenigstens noch ändern? Das kostet uns nichts. Igitt. Weg mit dir! So, hier geht's noch mal runter. Gibt's hier unten was? Ja, da leuchtet was. Dieser ganze Wald ist zu voller Leben. Es ist ganz anders. Es ist ganz egal, wo ich hinsehe. Überall kann ich es spüren. Ich denke, es ist ein wenig wie bei mir zu Hause in Mykorrhiz, denke ich. Ich sehe, was du meinst. Wirklich? Nö, nicht wirklich. Die einzige Gemeinsamkeit, die ich sehe, ist, dass es hier unglaublich viele Pflanzen gibt. Pflanzen sind Leben, aber hier unten ist alles so. Es ist so
viel mehr voller Leben. Das ist ja alles noch interessant, Mäuschen, aber das ändert nichts daran, dass uns all dieses Leben umbringen will. Das ist nichts Neues für uns. Stimmt, in deiner Gegenwart wird alles gefährlicher. Oh, Nairo, du weißt, dass ich das nicht so gemeint habe. Er entwickelt sich zum richtigen Emo, ey. Alles, was man sagt, kriegt sofort das Heulen. So, angreif! Na, macht keinen Unterschied, drauf da. So, ich dachte jetzt wirklich, in der Höhle geht's weiter. Dass wir, wenn wir in die Höhle gehen, irgendwie unter uns durch müssen zu der anderen Höhle. Und hier unten einfach nur irgendwie ein bisschen Kleinkram liegt. Da habe ich mich offensichtlich getäuscht, weil sonst wäre der Dialog jetzt hier nicht gekommen. Wir sammeln also nur diesen Kleinkram da ein und dann gehen wir nochmal zurück, gucken, was in der Höhle drin ist. Angreif! Litis. Morgenflamme gefunden. Und ihr könnt da nicht durch. Wir müssen wieder zurücklatschen. So viele Kämpfe. Ich habe so keine Lust auf so viele Kämpfe. Ich keinen Bock, dass mich die Pflanze trifft, weil die ja mit einem Schlag alle meine Leute betäuben kann. Eingesponnen ist auch so ein Zustand, wo ich absolut keine Ahnung habe, was der eigentlich macht. Aber wir nehmen es mal hin, dass er da ist. Burn! Sehr gut. Und jetzt alle draufhauen. Nur die halbe Gruppe ausgeschaltet. Sauber. Urien ist nun Level 17. Urien. Hab ich, glaube ich, gar nicht beachtet in meiner. Sieht ja auch aus, als wenn es hier war. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Abwehrkugeln gefunden. Reihenfolge. Stimmt, ich habe Urien völlig aus dem Blick gelassen. Aber bisher sind alle Level 17 aus Okren, das passt schon. Oder bist du? Ich nehme jetzt diese Abwehrkugel. Warum kann ich nur Tuya damit auswählen? Oder ist es einfach egal? Es scheint einfach egal zu sein. Ich gehe nochmal hier runter. Vielleicht war das ein optionaler Dialog. Und hier unten. Ich habe eine Abwehrkugel genommen! Magnum, ja. Ja, ich glaube, es sollte es sein, dass mit Lips irgendwie groß Schaden zu verursachen. Entweder der Standardangriff oder Zustände verursachen. So richtig. Damage macht er ja sowieso nicht. Aber er ist halt in allem anderen cool. Bisher mein Lieblingscharakter in dem Game, muss ich sagen. Der hat die interessanteste Persönlichkeit. Der hat eine ziemlich coole Mechanik. Sehr schnell. Backstory ist auch eigentlich wesentlich interessanter und halt auch durchblickbarer. Ne, doch hinten geht es nochmal rechts weiter. Ich hab doch die Abwehrkugel genommen. Es sind so viele Kämpfe. Ich würde ja das wirklich genießen und die Map total erkunden, aber bei so vielen Kämpfen habe ich einfach keine Lust, den falschen Weg zweimal zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zum Glück machen die Spinnen nichts weiter, außer mich mit Zuständen zuzuspammen. Oh nein, Level 18, Okren ist Level 17. Ein Träumchen. So. 250 Gold. Jetzt bin ich hier. Und das und dazu völlig irritiert. Ich gehe jetzt nochmal zurück in die andere Höhle. Nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Innerer Fokus. Also die Mana-Kosten von Fähigkeiten, Kosten des eigenen Lebens. Ach, blöd. Feuerschlag auf den Gargoyle. Angriff. Einer für alles. Völlige Stille ist auch neu. Die Luft um die Feinde bleibt stehen und verhindert das Wirken von Zaubern. Ah ja. Gefriergranate. Netter Crit. Sauber. Onairo geht auf 1000 Klingen und greift Adlot Fieder ruhig an. Was kriegst du hier Schönes? Ebola. Sei mit Gewichten. Okay. Stark. Ha! Das war ja geil. Ich mache Ausbrennen auf Vitis, einfach nur damit sie eigentlich diesen Feuerbuff bekommt. Den sie nicht bekommt. Jetzt hat sie ihn bekommen. Und kurz vorher kriegt er noch den Bluten-Stat, sodass es sich auch richtig lohnt, Ausbrennen auf ihn gewirkt zu haben. Tolle Sache. Stark. Lakaria ist Level 18. Tuya ist Level 18. Schöne Sache. So, wir brauchen leider... Ich habe nur noch 8 Mana-Tränke. Ich kotze im Strahl. Ich sehe jetzt schon wieder, dass ich hier mit den Mana-Tränken nicht auskommen werde. Sobald ich einen Händler sehe, einfach all mein Geld wieder in Mana-Tränke anlege, weil kann ja sonst nichts anderes machen. So, und die Spinnen sind zum Glück nicht ganz so gefährlich. Da können wir ein bisschen spammen. Ja, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal in die Höhle, die auch auf den ersten Blick erstmal ziemlich groß gewirkt hat. Vielleicht ist die ja trotzdem verbunden mit dem anderen Höhlenausgang, den wir gerade noch gesehen haben. Oh, das wäre ziemlich witzig, dass es quasi zwei Wege zum Ziel gegeben hätte. Oh Gott. Ein Glück setzen sie nichts anderes ein. Das könnte sonst richtig Schmerzen verursachen. Autsch. Verfehlt. Stark. Stark. Oh, jetzt blockt mich da schon wieder irgendwas. Also ein bisschen mehr Freiraum in den Wegen wäre auch echt nett. Der Kampf war eigentlich vollkommen scheußlich. Greifen wir sofort den da oben an. Machst mal Feuersturm. Ja, ich bin gedacht. Der Linke macht natürlich sofort seinen Ausweichskill. Hätte ich den jetzt angegriffen, hätte ich wahrscheinlich nur daneben gehauen. Deshalb nehmen wir erstmal uns den anderen vor. Sauber. Passt. Schönes Ding. Na klar, greifen jetzt alle erstmal die an. Teilen wir uns mal irgendwie auf. Du greifst den an und du greifst den an. Können ja unmöglich beide ausweichen. Stark. Immerhin. Können natürlich beide ausweichen. Da, 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 da. Da, 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 da.
Mal gucken, wie lange es jetzt dauert, bis wir den kaputt kriegen. Immerhin, die Musik ist gut. Ein Traum. Hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. US Level 18. Also Erfahrungspunkte kriegen wir aber gewonnen. Oh Gott. Oh, derselbe ätzende Kampf. Oh. So, gucken wir, ob wir hier hinten hier drin irgendwas Interessantes finden. Das ist die Höhle vom Anfang. Ich bin gerade voll geschockt. Da sind wir jetzt. Wir sind komplett geheilt. Das bedeutet, diese Stelle hier ist aufgrund dieses Lagerfeuers der perfekte Ort, um ein paar Level zu farmen. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Dass das die Höhle ist, in der wir am Anfang waren. Die gehen ja aus der Höhle raus und sind ja direkt an der Lava. In der Sequenz. Ne? Und, ich dachte jetzt, keine Ahnung, wenn wir von dem Sequenzbereich nach da rausgehen, dass wir dann zu der Höhle kämen. Deshalb habe ich das vorhin auch probiert einmal, aber da ging es nicht lang. Da war ich schon traurig und dachte, na gut, zum Lagerfeuer kommen wir nie wieder zurück. Aber wisst ihr was hier? Feuersturm. Warum jetzt zurückhalten? Oh, schade. Aber damit ein Lagerfeuer, wo wir MP regenerieren können, ist eigentlich der Place to be. Lied ist das Level 18. Ja. Ach Mann, ey. Die kleinsten, blöden, dusseligen Blumen halten einen davon ab, da weiterzugehen. Das finde ich auch nicht so intelligent gemacht. Wie komme ich nicht runter? Da oben ging's. Ja. Ewige Flamme leuchtet. Das ist wie so ein Bomber, wa? Kampfstil, 1000 Klingen. Magic. Muss ja im Zweifelsfall einfach nur zurück zum Lagerfeuer. Das werde ich ja schon irgendwie schaffen. Boom. Brennen alle, wa? Ungünstig. Technik, zerfetzender Schlag. Gönn dir. Schöne Sache. Schick. Oh, Lebenspunkte kostet 12. Ist schon ganz schön krass. Klatsch, klatsch. Schön. Ich kaufe dieses Design nicht klar, ey, von dem Elementar. Sieht so übertrieben funny aus. Feuermantel, das ist schlecht. Damit greifst du da nicht mehr an. Du auch nicht mehr. Aber du. Verfetzender Schlag. Ich weiß zwar nicht, was Feuermantel ist, weil es steht zwar nirgendwo, aber es klingt so, als würde man Schaden kriegen, wenn man den jetzt angreift mit Nahkampfwaffen. Oh, das ist eine Vorstufe für den Skill. Keine Ahnung. Warum der gestorben ist, ich weiß es nicht. Auf einmal ist der Kampf vorbei. Wir sind alle ziemlich angekratzt. Aber draußen ist ja eine
Eine ewige Flamme. Sauber. Da, 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 da. Da glitzert was. Großer Heiltrank. Stark. Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Seht ihr das Feuer? Feuer ins Leben. Feuer ins Tod. Ich bin der Hirte der Funken. Ich wache über jede Flamme, die ich finde. Geht nun, Sterbliche. Wir haben nichts weiter zu besprechen. Okay, cool. Dann bleib da und freu dich des Brennens. Das hinterfragt auch niemand. Vielleicht draußen erst. Nö, wir können hier jetzt ja richtig... Nee, können wir eigentlich nicht. 1000 Klingen. Angriff. Magic. Angriff. Angriff. Bezahlt. Eins für alles. Die Friergranate. Was? Ausgewichen. Verdammt. Oh. Boom. Er hat Feuermantel. Ich weiß nicht wirklich, was das bedeutet, aber dann greifen wir halt erstmal den da an. Es brennt. Eins für alles. Und eine neue Gefriergranate, bitte. Jetzt haben sie alle beide Feuermantel. Jetzt ist auch egal. Vielleicht macht Feuermantel aber auch irgendwas vollkommen anderes. Schützt vor Feuerangriffen oder so. Ich weiß es nicht. Sah zumindest gerade so aus. Okren 18, Urien 18. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mir ist denen voll egal, dass da drin so ein Ifrit war. Keine Erwähnung wert. Himmelswedel. Wahnsinn. Voll mir ein Loch im Kopf. Oh, was gibt's hier? Großer Heiltrank. Stark. Flammenschädel. Ich würde langsam mal Tuya, glaube ich, ins Team holen. Innerer Fokus. Walter. Eins war alles. Gefriergranate. Erschöpft. Da, 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 di, da, di, da. Kampfstil, 1000 Klingen. Angriff. Ruff. Zerfetzender Schlag. Eins für alles. Gefriergranate. Hatz. Ja, Miet ist ganz schön eingeheizt. Weil Feuerschädel und so. Stark. Ah. Stark. Ich mit ihm. Sauber. Alter, was wir hier leveln, ne? Naja, Stufe 19. Da rechts, links sieht es aus, als würde man hier zurückkommen, ja. Haben wir rechts überhaupt schon alles erkundet? Ich bin mir nicht sicher. Das hört mich auf. Ich guck mir mal Flammensturm. Gucken wir mal, was passiert. Machen wir die Rauchbombe. Da.
sehen, ob wir sie heilen mit dem Feuerzauber. Oder einfach nur wenig Schaden machen. Sie widerstehen einfach nur. Hm. Gipfelgranate! Lebt sogar noch. Entsetzt. Stark! So, noch eine Gefriergranate. Ja, nass. Stark. Ah, ja. Sauber. Ja, von da waren wir gerade gekommen, ne? Genau. Ich weiß, es gibt hier so viele Seitengänge und Irrwege und so. Ich werde schon echt paranoid. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, eine Shortcut zu eröffnen, quasi, um somit wieder zum Lagerfeuer zurückzukommen. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Skill gemacht, aber egal. Weil es ja quasi nur ein paar Schritte nach oben sind und wir schon hier über Bäume marschieren die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe da auch in der Ferne irgendwas gesehen, was so baummäßig aussah. Machen. Wird er wieder zum Lagerfeuer kommen. Ansonsten werde ich wohl über den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Was überhaupt kein Problem darstellt. Weil wir einfach Tuya reinnehmen können in den Kampf und mit ihrem Spezial quasi einfach Heroes Level 19, Mana Brand erlernt, Lakarias Level 19. Und mit ihrer Spezialfähigkeit einfach aus jedem Kampf fliehen können. So. Was meint ihr, wird uns am Fuße des Berges erwarten? Ein Pilzwald, wieder heim, denke ich. Ich wünsche mir eine hügelige Gegend, ein paar Bäume, Höhlen und sowas. Also wie oben bei der großen Kreuzung, nur die Gegend scheint es dir angetan zu haben. Auf die Höhlen kann ich verzichten, die wecken nur unangenehme Erinnerungen. Meiner Erfahrung nach wird uns eine große bergige Fläche erwarten, Ausläufer der Berge und dem Wald hier nach noch mehr Bäume. Ich würde mich Urin anschließen, wenn hier unten nicht alles ein wenig anders wäre. Dann weiter, schauen wir uns weiter um. Ich denke, da unten ist irgendetwas, was uns töten will. Da, kommt wieder nicht weiter. Da, da, da. So hart kein Bock auf euch. Himmelswedel. Ich gehe ab. Ah ja, das ist stark. Und somit können wir hier wieder zurückgehen und uns am Lagerfeuer ausruhen. Und alles regenerieren. Das ist sehr cool. Ja, wir speichern auch das Spiel. Das ist sehr, 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 sehr gut. Akaras Stufe 19, obwohl sie auf der Ersatzbank sitzt. Hier ist auch Stufe 19. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also solange nicht nachher irgendwie so zwei Level Unterschied sind oder so, bin ich da ganz optimistisch, dass das hier gut laufen wird. Ich wollte hier bei Uri noch mal gucken. Weil der dieses andere Schwert nicht nehmen kann. Ich guck mal kurz, wenn ich ihm hier das Richtschwert gebe, ob Urien die Orichalcum-Klicke nehmen. Nee. Also er kann scheinbar nur Säbel tragen, also so Krummschwerter, denke ich mal. Ah ja, gut. Ist so schlimm nicht. Wir haben 4000 Geld. Also das hier ist ein richtig guter Spot, um ein paar Level zu machen und Geld zu erfahren und ähnliches. Und ich denke, das werde ich auch bis zum Part wirklich nutzen, weil ich bin kein Freund von den Kämpfen hier. Das habt ihr mittlerweile ja mitbekommen. Ich habe nur noch 6 Mana-Tränke. Ich weiß nicht, wie lange der Part ist bis zum nächsten Shop oder bis zur nächsten Stadt, sag ich mal. Und die Mana-Tränke brauche ich im Zweifelsfall für den Bosskampf. Ne? Ich habe beim letzten Bosskampf gesehen, das hat sehr viel Mana-Tränke gekostet, obwohl ich sagen muss, dass ich mir da nicht wirklich Mühe gegeben habe. Also ich hätte das wahrscheinlich besser optimieren können, aber ich habe es halt im ersten Rutsch geschafft. Ich bin echt davon ausgegangen, ich sterbe da im Laufe des Games und probiere es dann nochmal und gehe dann schlauer an die Sache. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Macht ja auch nichts, die Tränke sind ja auch zum Verbrauchen da. Aber ich muss jetzt halt wieder haushalten, weil ich nicht weiß, jetzt kann ein langer Part kommen, an dem am Ende ein Endboss steht und dann habe ich die Mana-Tränke nicht, wo ich sie denn ganz dringend brauche oder so. Aber ich denke, hier ein paar Level mit denen zu machen, könnte nicht schaden, also die zumindest auf Level 20 zu bringen und den Goldvorrat ein bisschen anzuhäufen, um dann bei der nächsten Stadt tatsächlich mal ein bisschen einkaufen zu können. Wie gesagt, mit dem Lagerfeuer hier ist das gerade der perfekte Spot, um das mal auszunutzen. Und ja, wir sind auch jetzt hier so weit, dass ich sage, wir machen hier mal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, so wie ich beim Spielen. Und sage bis zum nächsten Mal, euer Modo, macht es gut.